können ihn für ein paar Tage so lassen. Eine Woche vielleicht. Ruf an. Sag ihnen, wir sind auf dem Weg. Sobald die Luft rein ist. Desmond Miles. Wie schnell sich dein Leben doch verändert hat. Vor 2 Monaten warst du noch Barkeeper für Banker und Promis. Sieh dich jetzt an. Du bist Assassine. Einer von uns. Einer von den Guten, ist doch nett. Männer und Frauen, die ihr Leben dem Schutz der Menschheit und ihrer Freiheit widmen. Anders als die Templer. Kalte und berechnende Autokraten, machtbesessene Ordnungsfanatiker. Wir tun unser Bestes, um sie zu stoppen. Ja, unser Bestes. Aber das weißt du alles noch, oder? Du weißt vom Animus, dieser Maschine, mit der wir Erinnerungen aus dem Leben unserer Vorfahren finden und nacherleben. Erst warst du Altair, ein stoischer Assassine des 12. Jahrhunderts im Heiligen Land. Dann warst du Ezio Auditore, ein reicher Italiener mit Charisma und einem Talent für Rache. Also, was habt ihr drei gemeinsam? Stimmt, den Edenapfel. Dieses seltsame Artefakt von diesem Volk, denen die vor uns kamen. Du kennst die Macht des Apfels. Du hast es selbst gefühlt. Das war cool, oder Desmond? Aber das wird sich bald ändern. Dein Verstand zerstreut sich, zerfällt in kleine Stücke. Und wenn du nicht bald aufwachst, dann löst du dich auf. Für immer. Okay, ich habe das Überwachungsprogramm des Animus beendet, um Speicher freizugeben. Aber auch so bleibt es riskant. Desmond, geht's gut. Die Partition funktioniert, der Animus ist stabil und alle seine Werte sind gut. Fürs Erste. Aber das Ding wurde gebaut, um Erinnerungen nachzuerleben, nicht um kognitive Prozesse zu simulieren. Der Animus erfüllt seinen Zweck und Desmond erledigt den Rest. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Nein! Hallo? Ignorier mich doch einfach. 16? Oh, du kennst nicht mal meinen Namen? Oh Gott, verdammt, ich bin noch im Animus? Du hast ganz schön was mitgemacht. Rebecca, hol mich raus hier! Die können nichts tun, Desmond. Du bist ein gebrochener Mann. Dein Verstand ist gebrochen. Gebrochen? Mir geht's gut. Dachte ich auch. Und sieh mich jetzt an. Reden wir, Kumpel. Komm mit mir. Wo sind wir hier? Ist hübsch, oder? Wir sind tief im Animus. In der alten Testroutine. Keine Erinnerung, nur einfache Physik. Wettersimulation. Hallo Welt! Ein Glück, dass jemand die Idee hatte, dich hier reinzustecken. Das hat dich gerettet. Wovor gerettet? Eigentlich müsstest du sabbernd in der Geschlossenen sitzen und den Kopf gegen die Wand hauen. Im Moment hält dich der Animus zusammen. Und deine Vorfahren davon ab, dich endgültig ins Chaos zu stürzen. Aber wenn du keinen Sync-Knoten findest, werden all diese Persönlichkeiten kollabieren. Das wird nicht schön. Ein Sync-Knoten? Dazu komme ich noch. Moment. Da. Dieses Ding ist dein Ausgang. Du willst mich verarschen. Das Problem ist, dein Hirn ist Brei. Zu viele Personen und Stimmen für einen Kopf. Also, was kannst du tun?
Du kriechst zurück in die gespeicherten Daten, suchst unvollendete Erinnerungen und dann knackst du sie auf. Beende, was du angefangen hast, bis dein Vorfahr dir nichts mehr zu zeigen hat. Das ist ein Synknoten. Wenn du ihn findest, kann der Animus Desmond von Ezio und Altair isolieren und dich nach Hause schicken. In deinen Körper. Woher weißt du das alles? Weil es mir auch passiert ist. Nur mein Körper ist schon Wurmfutter. Ich stecke hier fest. Ein Wort der Warnung. Wenn du da durchgehst, verändert sich alles. Nichts ist mehr normal. Noch hast du die Kontrolle. Es liegt an dir, einen Ausweg zu finden. Gut. Wenn du schnell bist, schaffst du es vielleicht noch zu Lucys Beerdigung. Was? Oh. Ich dachte, du weißt es. Lucy. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Es war diese Stimme. Juno. Sie kontrollierte mich. Sie zwang mich. Was mache ich hier? Was habe ich getan?